Hallo, liebe Reisefreunde. Unsere Sommerreise führte uns nach Eckernförde und wir waren total überrascht, was für einen schönen Stellplatz wir dort vorgefunden haben. Das wollen wir euch jetzt zeigen. Unser Stellplatz in Eckernförde. Ein sehr schöner, gepflegter Stellplatz mit Toiletten, Duschen, alles da. Hier sind die Stromstecker. Gehen nur mit der Karte, die ihr vorne bei der Einfahrt bekommt. Ihr müsst hier rein. Der Rest steht im Display. Kein Problem. Hier ist die Aus- und Einfahrt. Wenn man hier ankommt, muss man erst auf den Parkplatz fahren und dann am Automat die Daten eingeben und eine Karte ziehen. Im Automat gibt man dann seine ganzen Daten ein und bekommt nachher eine Karte vom Platz und mit der geht der Strom, Toiletten, Müll. Ohne die Karte ist man schlecht dran. Und wenn man fährt, erst durch die Schranke raus und dann hier die Karte endabrechnen. Die Fernentsorgung, gut zugänglich. Hier gibt es den Strom, Trauwasser, Toilette. Hier ist die Küche. Kärtchen falten. Ja, hier sind die Waschmaschinen. Hier ist die Küche. Und hier kann man spülen. Hier sind Toiletten. Hier sind Duschen. Ja, so geräumig. Funktioniert sehr gut. Hier kann man sich verschönern. Wirklich. Sehr schöner, gepflegter Platz. Hier hinterm Haus ist die Müllentsorgung. Wieder die Karte. Und dann hat man Papiermüll, Restmüll, alles Mögliche. Ja, also alles sehr schön und ordentlich. Ein sehr schön gepflegter, gut angelegter Wohnmobilstellplatz. Uns gefällt sehr gut. Mit dem Blümchen, Küche und Babywickeltisch. Naja, die meisten hier sind Rentner, die brauchen das nicht. Hinten geradeaus stehen wir. Kann man auch in der zweiten Reihe noch stehen. Ich banne es jetzt auf Film. Betrieben wird dieser Stellplatz von der Stadtwerke Eckernförde. Er ist sehr schön angelegt, sehr überlegt. Jeden Tag sind Mitarbeiter der Stadtwerke da und überprüfen alles und sehen nach dem Rechten. Uns hat sehr gut gefallen. 200 Meter entfernt auf der anderen Straßenseite ist ein großes Einkaufszentrum, was auch von Vorteil ist. Und fußläufig bis zum Ort sind es ungefähr 5 Minuten. Ja, uns hat es hier sehr gut gefallen. Dem Platz würde ich die Note 1 geben. Sehr schön geworden. Was man natürlich noch erwähnen muss, vom Stellplatz bis zum Strand sind es auch nur circa 5 Minuten fußläufig. Also zum Baden ganz toll. Hafenanlagen gibt es natürlich auch überall und sehr schön. Wer eine maritime Ader hat, ist hier genau richtig. Und dann hat Eckernförde auch noch eine schöne Altstadt, wo es alles Mögliche zu kaufen gibt. Thank you.
Einiges scheint schon ganz schön in die Jahre gekommen zu sein. Wir sind einmal mit dem Fahrrad um die Bucht gefahren, weil am Ende war der Marinehafen und ich habe gedacht, man könnte vielleicht einige große Marineschiffe filmen. Dem war aber leider nicht so. Jetzt befinden wir uns auf einer Privatstraße der Bundesrepublik Deutschland zum Militärstützpunkt. Gleich wird es wohl nicht weitergehen. Hier geht es nicht weiter. Segelclub Eckernförde ist das. So, liebe Reisefreunde, für mich die positivste Überraschung in Eckernförde war dieser wunderschöne Stellplatz, der uns sehr gut gefallen hat. Ansonsten ist der Ort natürlich sehr schön geprägt von Baden und Booten. Und wem es gefällt, der ist hier genau richtig. Wir wünschen euch alles Gute, liebe Grüße, sagen Gudrun und Rainer. Tschüss!